Okay. Na, ich glaube, wir können dich gerade so besiegen. Bin mir noch nicht ganz so sicher. Scheitern steht bevor. Zu früh. 1700 Mal Credits, oh, schön. Ihr gehört nicht zu meinen Mitarbeitern. Ach nee. Wie interessant. Ich hatte mit Einmischung von außen gerechnet, aber nicht, dass sie so erbärmlich ausfallen würde. Ich habe mir wohl umsonst Sorgen gemacht. Also, ich werde euch nicht davon abhalten, zu tun, was auch immer ihr hier zu erreichen versucht. Nur zu? Das war er. Überholo. Der Schleier. Ich hätte nicht erwartet, dass er uns so rasch auf der Spur ist. Ach, egal, ich muss einfach schneller arbeiten. Mal sehen, was ihr uns gebracht habt. Alte Dossiers, alte Rechnungen und... ein imperialer Bericht. Bewertung der strukturellen Integrität von Tromund Kaas. Das muss ihm als Inspiration für den Angriff auf Kaas gedient haben. Es gibt Übertragungsdaten mit Verknüpfungen zu anderen Dateien. Das ist es. Wir haben eine Spur. Ich habe die neuen Koordinaten eingestellt. Gute Jagd. Ah ja, okay, das geht jetzt immer so weiter, bis man irgendwann am Ziel ist. Ja, aber diese Questreihe werde ich vielleicht nach der Hauptstory machen, aber sonst Vibroschwert, Lichtschwert. Thanos Relic Blasterpistole. Mal gucken. Quatsch, dich brauchen wir. Gefährde, was macht die Wert? 366 Schaden. 432. Ja, dann ist die doch gekauft. So, da freut er sich bestimmt. Und wenn nicht, mir auch egal. Okay. Die verberge ich mal und dann machen wir mit der Hauptstory weiter. Ja, genau. 4 Transmitter finden, 6 Transmitter finden. Nee, das müssen wir uns hier nicht antun. Und ich reise jetzt wieder nach. Ne, wie heißt der Planet? Ach, keine Ahnung. Ihr wisst schon wahrscheinlich, was ich meine. Dann mache ich mal eine kurze Reise dorthin und dann sehen wir uns dort wieder. Bis gleich. So, nach einer kurzen Reise machen wir weiter mit der Hauptstory. Ich habe zwischendurch noch ein wenig Vorräte geholt, noch eine Flasche Wasser, dass ich hier verdurste, man weiß ja nie. Okay, dann geht's auch weiter. Ich glaube, den Hund hüpfe ich lieber mal nicht. Wer bist du? Oh, der hat zwei Hörner. Das ist bestimmt mit dem Teufel im Bunde. Ne, damit will ich nichts zu tun haben. Ah ja, da ist er ja. Punkt. Die Software für die Laserbohrer ist fertig. Sie sollte die Genauigkeit steigern, aber wir haben noch nie mit Marquette-Geräten gearbeitet, also... Achtung, alle! Die Besprechung beginnt! Karipaka Yangnaya, Harakam Sergmera! Nibaga Klamka, Gakyam,
Glagnimo Amya Galak. Wie lange braucht ihr, um sicher zu sein? Und was wollt ihr von mir? Nanikara Mirek Agam, Ja Uklebek. Das Problem ist, dass sich unser Team mit diesen verfluchten Dingen nicht richtig auskennt. Wir brauchen Experten, Ingenieure und Leiter, die die Minenlaser nach unseren Vorgaben bedienen können. Die Bewohner von Markep kennen diese Maschinen besser als jeder andere. Wo finden wir Arbeiter? Arbeitsamt. Das ist das Problem. Seht. Arbeitsamt. Hallo. Hier ist der Archon an das Kommando des Phobium-Trupps. Die imperialen Streitkräfte sind verzweifelt. Und ich glaube, sie versuchen noch möglichst viel Isotop 5 abzubauen, bevor der Kern explodiert. Aber die Imperialen brauchen Hilfe. Eure Leute sollen alle Ingenieure der Ebene 7 und darüber in Schutzhaft nehmen. Er irrt sich bei unserem Ziel, aber das spielt keine Rolle. Der Archon hat die Leute, die wir brauchen, durch Tarnkommando-Söldner entführen lassen. Wir entführen sie zurück, genau. Dieser Hutte wird uns nicht in Ruhe lassen. Wir müssen uns um ihn kümmern, und zwar bald. Ich sehe, was ich noch über ihn herausfinden kann. In der Zwischenzeit wissen wir, wo die Arbeiter festgehalten werden. Der Phobium-Trupp ist ein inoffizielles Team aus Regulator-Söldnern. Attentäter, die die Hutten mit Kybernetik gekauft haben. Sie halten die Arbeiter in Bebenschutzräumen fest. Einige Chefingenieure, die entkommen konnten, haben sich einer republikanischen Flüchtlingskarawane angeschlossen. Es wird nicht lange dauern, bis der Phobium-Trupp sie auch erreicht. Ich kümmere mich um die Karawane und die Bebenschutzräume. Noch etwas? Eine Sache noch. Wir entschlüsseln immer noch den Befehl, aber anscheinend hat der Archon einen Isotop-5-Droiden geschickt, der dabei helfen soll, die Karawane zu sichern. Nur, um die Sache ein wenig zu erschweren. Ich bleibe von hier aus mit euch in Kontakt. Lasst uns wissen, wenn ihr etwas braucht. Okay. Oh, das ist besser, ist besser. Obwohl, Machtwert, Machtkraft, Hohenwert. Ja, mehr Ausdauer und Windskraft, ja. Das nehme ich. Ist gekauft. Und noch einen Ruf nehme ich natürlich auch. Das kann ja nicht schaden. Okay, Leute befreien, Karawane aufmischen. Das wird wahrscheinlich wieder lächerlich einfach. Ah ja, und falls euch in den letzten 3-4 Folgen aufgefallen ist, ich habe wieder offscreen tägliche Quests gemacht. Deswegen bin ich jetzt Level 53. Und da habe ich dann noch einen Punkt daran gesetzt. Erhöht kritische Machttrefferchance um 3%. Hm. Naja, ist ja auch wurscht. Hauptsache, wir kommen ans Ziel. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Okay, da waren wir noch nicht, da noch nicht, da noch nicht, da noch nicht, da noch nicht, da. Da waren wir überall noch nicht. Das heißt, da kommen noch eine Menge Quests auf uns zu. Das heißt, dieses Let's Play wird sich noch etwas ziehen. Och ne. Naja, okay, machen wir's. Packen wir's an. Okay, da kann ich eigentlich wieder mal einen Buff einwerfen. Ja. Das da. Da habe ich da wieder einen Slot frei. Dann kommst du da rein und dann. Angriff. Wenn ich da unten durchlaufe, greifen die mich da oben an. Ich hoffe mal nicht. Die sind ja anscheinend eh beschäftigt. Ja. Ah, ein Baumbart. Der ist natürlich neutral. Eine Quest. Was du wolle.
Täglich Sonne von Netzwerksonden. Dass da nie steht, was man macht, muss das immer so dämlich. Repariert die Seismik-Überwachungssonden. Na, wenn sie mir zufällig über den Weg laufen, mache ich das. Ansonsten. Wahrscheinlich eher nicht. Alles gut, dass sie sich alles da gegenseitig bekämpfen. Weil dann bin ich fein raus und kann mich um das gegebene Ziel kümmern. Okay, die muss. Greifen die mich an? War ja easy, da durchzukommen. Komme ich auch rein? Ja. Oh, ein Schwarzer, der ist tot. Zumindest gleich. Bitte, wir haben alles getan, was ihr verlangt habt. Nicht eure Schuld. Ich habe neue Befehle, euch zu erledigen. Was? Geht zur nächsten Minenplattform. Dort seid ihr in Sicherheit. Das war ja mal einfach. Okay, das ist die tägliche Quest. Jetzt muss ich dahin und dahin. Dann packe ich doch mal meinen Mount raus. Wenn mich hier schon eh keiner beachtet und ich einfach durchfahren kann, dann mache ich das auch. Ich mache das einfach. Ja, es ist ja mal angenehm, keiner beachtet mich. Ah, die haben nichts zu tun, die werden mich wohl beachten. So, da lang, da lang, da lang. Ich fahre einfach da durch. Und? Oh, da unten sieht es gefährlich aus. Ah, ich glaube, ich mache die lieber weg, nicht, dass ich da durch die Mitte fahre und alle edit. Das wär blöd. Oh Gott. Ja, ich habe halt so einen hohen Ping. Das ist ja dann klar. Das ist klar. So, jetzt aber nochmal. Komm, put. Viel zu einfach. Bioanalyse. Und weiter geht's. Oh, Moment. Ich habe die Bioanalyse vergessen. Der hat mich eingehüllt in Carbonit oder was das soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das nicht nett von ihm. Und deswegen werde ich ihn töten. Was hat er jetzt davon? Ich hätte ihn auch am Leben gelassen, aber ne. Ne, er muss mich ja anpissen.
Oh Gott, schon wieder und ich komme nicht raus. Was ist halt davon, Kleinigkeit. So, wen köpfen wir denn jetzt mit dem Laserschwert? Geht. Die Söldner sind kein Problem mehr. Ja, und die ganzen Söldner da draußen? Ich werde sie mit einem Team in Sicherheit bringen. Gut gemacht. Ach, mein Buff ist ja gerade an. Ach so, deswegen. Ach so. Jetzt muss ich noch da hoch. Oh, jetzt noch mal so ein weiter Weg. Ah, ja, aber einer muss es ja machen. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Oh oh.